Huch. Hör mal jetzt genau hin. Das ist schon ein weltbekannter Rapper, der rappt aus seiner Seele heraus, was er alles erlebt Wo hat. kommt der? Der kommt aus Deutschland, aus Berlin. Ja? Hör mal zu. Aber wie fandest du den Text? Cool, Mann. Gut, gell? Ja. Was ist denn Ich bin das? halt Real Talk der Meinung, dass 50% der Leute, die die Musik hören, das einfach nicht identifizieren als Musik, die keine Worte beinhaltet. Also, ihr könnt ja mal, geht mal unter meine Nonsense-Videos, mein No-Sense, das heißt ja No-Sense, geht mal unter meine No-Sense-Videos und guckt mal, wie viele Leute sich fragen, welche Sprache das ist. Verbottanz heißt der. Ja. So, was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Pimmel. Und, oh, Tonella, was ist los mit dir? Komm mal wieder hier zurück. Heute gibt es wieder das altbekannte Format. Danke schon für den 13. Monat. Mit dem Auto ist tatsächlich nichts. Das läuft einwandfrei. Alles gut. Das war nur der Chip, der Probleme gemacht hat. Mit der Musik. Wir drehen heute wieder ein bisschen laut Musik auf. Allerdings gibt es ein kleines, ja, ein klitzekleines Problemchen. Leider. Und zwar, falls ihr es nicht wisst, ich gehe normalerweise um 14, 15 Uhr drehen, weil dann die Straßen voller Menschen sind. Leider, Gottfried, ist mir was dazwischen gekommen und ich muss diesen Termin wahrnehmen. Deswegen muss ich das Video bis 14 Uhr fertig haben heute, Digga. Ganz andersrum. Salat heute. Komplett Salat. Deswegen, ich muss das machen, Bro. Auch also alleine wegen Corona ist es doch schon schwierig. Da sind viel weniger Menschen unterwegs. Mir tut das voll weh. Ich bin so damals immer gerne rumgefahren. Überall waren Menschen. Jetzt ist es so deutlich weniger geworden. Hier keiner auf der Straße ist, Digga. Aber ich habe schon gesehen, vereinzelte Menschen da zum Beispiel da hinten sind hier doch auf der Straße. Kaputt, Alter. Die haben nicht ausgeschlafen. Geil. Hier sind doch zwei. Zwei Exemplare. Oh, Digga, ich kann auch nicht reden, es ist viel zu früh. McDonalds-Handschuhe hier. Ich schwör euch, für diese Blicke lebe ich. Unironisch bin ich einer, der die ganze Zeit mit Fenster unten rumfährt und laute Musik anmacht, weil ich diese Blicke sehen will. Ich weiß, es ist komplett asozial, aber ich feiere das einfach, wenn Leute so gucken und mir das Gefühl geben, dass sie das hören, was ich tue. Keine Ahnung warum, aber ich mache das voll gerne. Also ich höre richtig gerne laut Musik. Übrigens, das ist das Lied vom Tanzverbot. Vom Tanzi. Manzi. Autismus kickt wieder. Wenn er einmal Hate macht, erstmal wegstriken. Hammer-Song, oder? Wie findest du den Text? Ganz hör mal jetzt genau hin. Das ist schon ein weltbekannter Rapper, der rappt aus seiner Seele heraus, was er alles erlebt hat. Ja, also bis jetzt muss ich sagen, dass das Verhalten ein bisschen überspitzt ist für mich. So. Also das wirkt nicht so wie spontan lustig, sondern das wirkt irgendwie so gedrungen lustig. Bis jetzt. Also ich kenne keine Ahnung, ob ich schon mal was von dem gesehen habe. Hier gönnt ihr mal übrigens, dem fehlen noch 10 Abonnenten bis 10.000. Das kann man ihn schon gönnen. Kann man sich ja mal angucken, weil er ja eh Auto-Content macht, also aus dem Auto heraus. Aber nicht so auf dieses Druck lustig sein. Ich verstehe das schon, man muss das Beste aus der Situation rausholen. Gerade wenn man Zeitdruck hat, aber man merkt es halt leider auch. Der kommt aus Deutschland, aus Berlin. Ja? Hör mal zu. The Roots, kennst du den? Den wen? The Roots, die Gruppe. Also Roots, glaub, Roots. Kommt, ne? Nee, leider nicht. Ich bin. Aber wie fandest du den Text? Cool, Mann. Gut, gell? Ja, klar. Was ist denn das? Verbottanz heißt der. Verbottanz? Ja. Anstatt er mal auf Promo gönnt und den richtigen Namen gibt. Mach's gut. Aber logisch doch hier. Erfolgreich hier heute. Ja, hast du den Schnapp deines Lebens gemacht. Ich geb dir hier einfach mein ganzes Kleingeld. Ich hab leider nur ein bisschen Kleingeld. Oder warte mal kurz. Vielleicht habe ich noch einen Fünfer, Alter. Hier, sogar Fünfer, Bro. Ehrenmann. Hier. Okay, Ehrenmann. Ja, feier ich. Also, ja, Ehrenmann. Wünsch dir was. Ciao, mach's gut. Hammertext. Ich fühle es. Ich muss hier noch ein bisschen. Was ich auf jeden Fall nicht fühle, ist. Der Schalter. Wach werden, Digga. Ich habe nicht so gut mit ihm gerade kommunizieren können. Ich bin noch ein bisschen am Schlafen. Ich bin eben aufgestanden, Bro. Deswegen, ich muss ein bisschen warm werden. New Song.
Junge, du musst dir einfach die Situation vorstellen, Alter. So 9.30 Uhr, du kommst, du wirst gerade so wach, Alter. Willst du erstmal Kaffee holen, damit du überhaupt klarkommst? Und auf einmal kommt so ein Typ im Golf mit Megafon und lauter Musik an dir vorbei. Du hast doch gar keinen Bock mehr auf dein Leben. Den einzigen Part, den ich hier nicht verstehe, ist der Anfang. Dann, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Der sagt irgendwas mit McDonalds-Handschuhe. Das verstehe ich gar nicht. Aber was danach folgt, ist ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. Hör mal. Schnitt finde ich auch übel anstrengend mit den Kleiner und Größeren. Hör mal rein hier, Bro. Hör mal rein in den Golf. Shower, over, blower, mover. Ciao, Kollege. Junge, selbst die Taube hat gefühlt gerade. Ehrentaube. Aber trotzdem, vielen Dank. Vielen Dank, Bro. Schönen Tag noch. Tschüss. Das kommt ja noch dazu, das vergesse ich ja. Wie willst du denn heute noch Leute ansprechen, wenn jeder mit AirPod rumläuft, Alter? Die haben ja alle die AirPods drin. So, weißt du, das nervt mich auch immer. Ich mach so laut Musik an. Oh, guck mal, da sind wir jetzt. Ich hoffe, die hören das. Hier guck ich die an. Dicker, die sind voll in ihrer Trance, weil die ihre scheiß Kopfhörer aufhaben. Wo sind die Menschen, Digga? Wo sind die Menschen? Da sind die Menschen, da sind die Menschen! Bruder, einfach Totenstadt hier. Wo sind die Menschen? Wo sind die Menschen hin? Sorry, Verzeihung. Können Sie mir sagen, wo die Menschen hin sind? Wieso ist die Stadt so leer? Hallo? Hallo? Hier ist aber keine Ampel. Da. Der Feind! Der Feind! Ja, nee, da ist keine Ampel. Da hinten ist eine Ampel. Hier ist verboten. Verboten. Was? Oh, das war aber sehr, sehr gefährlich und gewagt hier. Was ist denn das für ein Teppich, Bro? Oh, Junge, was hat der denn da? Den muss ich einholen. Der fährt hier eiskalt über jede rote Ampel, ne? Wir werden ihm jetzt den Weg abschneiden. Den schnapp ich mir. Da versteckt er sich. Bro, ich seh dich. Bitte, komm. Ara, ey, was geht? Wo hast du diesen Teppich her? Wo hast du diesen Teppich geklaut? Hallo? Was geht, Bro? Alles klar? Was, du, ja. Ja, oh, er verkackt die Situation so ein bisschen. Man merkt das, voll schade. Also, schöner Teppich. A beautiful. Was heißt Teppich auf Englisch? Language? Which language? Ich Ungarisch. Nein. Ungarisch? Ja, ja. Englisch? Nichts, Ungarn. Oh, Ungarn, Ungarn. You have a beautiful Teppich, auf jeden Fall. Nice, you. Schade, Mann, das ist so ein. Verdammt, hier. Teppich, Teppich. Aha. Your Teppich. Ja, ja, it's ja. Nice, nice. Ja. Very, very beautiful. Mwah. Okay, have a nice day and successful wife, life. Kleine Geld, ich habe alle mein Kleingeld, mein ganzes Kleingeld habe ich einem anderen gegeben, den ich vorhin getroffen habe. Ich kann dir nichts mehr anbieten, leider, leider, okay, leider. Okay. Und willst du Mülltonne haben? Hä? Mülltonne? Ja. Du willst Mülltonne haben? Ja. Oh Bro, nein, 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 du sparst nicht meine Mülltonne. Alles klar, macht's gut. Okay. Haut rein und nicht über Rot laufen, ich habe dich gesehen. Ha. Was geht, Bro? Teppich, Englisch. Carpet. Carpet, Carpet, alle, Junge, Carpet. Jetzt weiß ich, warum ihr Carpet in die Dings geschrieben habt. Ich dachte, was wollt ihr denn jetzt von mir, Alter? Bad, beautiful. Ja, der ist halt ein bisschen zu nervös. So, das merkt man halt auch. Das ist halt noch ein kleiner Channel, aber das nimmt halt so ein bisschen den Content, so, die Freude an dem Content, wenn man halt so übel nervös ist. So, weißt du, so auf Druck, das ist halt. Oh, Carpet! It's green, bro, it's green. At this moment, I try to speak in English this video komplett. Ja, Mann, die Situation sind die besten. Der Text ist wild, oder? Der Text ist der Hammer. Ich fühle es. Ich fühle es genauso, wie ihr es fühlt. Kennst du Verbot-Tanz? Bitte? Kennst du den Verbot-Tanz? Nee. Oder sagt ihr Tanzverbot, was ist sein zweiter Nickname? Irgendwas sagt's mir, aber jetzt mal. Ehrenmann, Grüße gehen raus an die zensierte Person. Go was, okay. Vielleicht kannst du mal hier reinhören, ich mach so. Mann, Junge, ich fühl das einfach so, weißt du, irgendwelche random Leute auf der Straße, die mich einfach kennen. So, Junge, was ist das? Also vom Namen her. YouTube-Video und frag die Leute, wie die den Text finden. Hast du Bock mitzumachen oder eher nicht so? Ich muss gestehen, ich muss gleich weiter. Wirklich. Oh, 2 Sekunden, du musst nur 2 Sekunden reinhören, pass auf. Der Part ist krank. Jetzt. Was sagst du? Gut. Gut, gell? Ja, gut.
Ja! Verbot Tanz, falls du das jemals sehen solltest, dieses Drecksvideo von mir hier. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast auf jeden Fall damals, wo du das Lied gedroppt hast, da hatte ich eine sehr, sehr schwierige Zeit, wo mich meine Mülltonne hier, aber nicht die hier, sondern das war eine andere Mülltonne, mit die habe ich auch weggehauen, die ist jetzt tot. Aber mit der hatte ich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Verstehst du, was ich meine? Junge, ich dachte, er sagt mir jetzt wirklich irgendwas Emotionales, wo er sagt, ja, das war in einer schwierigen Zeit gewesen, habe ich das Lied gehört, das hat mir... Er redet einfach von seiner Mülltonne, er hat einfach komplett meine Illusion kaputt gemacht gerade. Er redet einfach von seiner Mülltonne. Mit Trennung und so ein Scheiß. Und du hast mir mit diesen Real Talk Lyrics richtig geholfen, Bro. Dafür danke ich dir. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal sehen, damit ich dir das, damit ich dir das persönlich sagen kann, vielleicht irgendwann mal in meinem Drecks... Stell mal vor, wir treffen uns einfach, er quatscht mich mit seiner Mülltonne voll. Ey, guck mal hier, das ist ein gutes Modell, das ist der D317, der hält bis zu 200 Kilo aus. Hier, willst du, guck mal, die Rollen, das sind extra, das sind kugelgelagerte, Junge, und auf einmal so übelst der Mülltonnen-Fetisch, der alles kennt darüber. Golf und da kannst du mal live rappen, Digga. Nimm das Mikrofon in die Hand, hier in das Megafon, Begafon, nimm es in die Hand und rap. Silly Millifaco, Mate Coridavo, Chicapo Camado, Hemada Maricatolo, Abubu. Yeah. Yeah. Gofa, Sofa, Killy Millisoka. Digga, ich kann's fast schon auswendig. Wieso macht er die Straßen sauber? Ich verstehe das nicht. Ich hier mit meinem Drecks-Content und... Junge, wie leer das da ist. Wo ist denn... Weiß irgendwer, wo das ist? Kann mir jemand sagen, wo das ist? Das ist ja übel leer da. ...unterwegs und er macht die Straßen sauber. Kannst du Fetzer aufmachen? Ja. Also... Oh, Mann! Ey, es ist so unangenehm, dass er die ganze Zeit verkackt. Junge, er will Content machen, dann will er ihn ansprechen, fuckt ihn er vor übel ab bei seiner Arbeit und sagt dann nichts. Ich muss weiter. Ja, da hat der Saubermacher mich ein bisschen, yo, was geht? Geil, ein Mann, der lacht. Ein Saubermacher, der hier mich sprachlos gemacht hat. Zu meiner Verteidigung, es ist auch sehr, sehr schwierig für mich, mit jemandem zu reden, der sauber ist. Bro, ist das Rassismus? Bin ich rassistisch? Bin ich rassistisch gegenüber anderen sauberen Menschen? Kann man schon fast sagen, oder? Yo, 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 ich glaube, das war es mit diesem Video. Keine Ahnung, Bro, was machen wir denn jetzt noch? Ich habe echt keine Zeit, Alter. Ich würde jetzt noch ein paar Runden durch die Stadt drehen, aber ich habe versucht, heute die besten Szenen hier abzudrehen und sorry, Leute, also es geht nicht. Es geht manchmal nicht. Manchmal kommt mir doch das Real-Life in die Quere. Ah, Mann, Alter, wieso habe ich nicht mehr Zeit? Wieso geht der Tag nicht einfach 48 Stunden anstatt, wie lang geht ein Tag? 12 oder 11? Auf jeden Fall, wieso geht der nicht länger? Dumm, dumm. Wer hat das erfunden, Digga? Wer hat das erfunden? Wer hat Schlaf erfunden? Dumme Sachen werden hier erfunden, ohne mich vorher zu fragen. Ja, ohne mich zu fragen, das sagst du und spielst ja meine Musik ab. Ah, nein, ach, juckt mich doch nicht. Aber das feier ich, wenn man so einen richtigen Affen im Auto macht und die so übelst im introvertierten Modus und so rüberkommt. Ich so, Digga, was macht er denn? Schnell weggucken. Ja, Mann! Was geht, Bruder? Du fühlst es ja richtig, Alter. Das Grün. Abchecken, Chabo auf YouTube. Okay. Ciao, schönes Auto. Auf jeden Fall schönes Auto. Du bist ein bisschen größer als ich. Da ist mein Pimmel direkt 50 cm kleiner geworden. Was wollte ich sagen? Achso, die Dings. Morgen. Morgen kommt auf jeden Fall diese Würfel-Challenge mit dem Kreisverkehr. Ihr habt es jetzt schon so oft in die Comments reingeschallert. Digga, ihr penetriert mich regelrecht damit. Ich mach das jetzt. Im letzten Video von gestern hat dieser Kommentar schon fast 20 Likes oder mehr. Ich werde das morgen machen. Chillt, Leute. Chillt. Oh, viele Leute, viele Leute. Fuck. Junge, Mate, Chame, Bame, sag doch mal was, wieso sagt ihr nichts? Da waren sehr viele Leute. Das war's für heute, wir sehen uns morgen zur gewohnter Stunde und wollt ihr euch noch von Tonella verabschieden? Tonella, sagst du mal was zu meiner Community, du Dreckstonne, Alter. Du redest nie, du sagst nie was. Dumm, dumm. Wir sehen uns morgen. Ja, geht schon klar, aber man merkt halt auf jeden Fall noch, dass er noch relativ am Anfang ist. Aber die 10.000 könnt ihr dem Chabo ja trotzdem voll machen. Hör mal. Er hat die 10.000 geknackt, Ehre. Grüße gehen raus an euch. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch. Bitch, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.